Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und habe heute nach langer Zeit mal wieder den Michael zu Gast. Grüß Schön, dich, dass das Simon. klappt. Ja, für die wenigen, die ich noch nicht kenne. Also du machst Aufklärungsarbeit und unterrichtest Kommerz. So habe ich dich kennengelernt. Ich habe an deinen Kursen Kraft des Willens teilgenommen. So ist auch unser erstes Damals hieß es so, Gespräch. ja. Ah, okay, alles klar. Also der Name hat sich geändert, ja, in dem Fall. Ja, unser erstes Gespräch war vor über 2 Jahren. Das war zum Thema egregoriale Strukturen. Genau. Ja, sehr hörenswert, wer das noch nicht angehört hat. Und ja, bin gespannt auf heute. Ich habe ein Stichwort im Köcher für heute. Vielleicht aber ganz kurz. Michael, hast du Lust, den Begriff Kommerz für die Menschen, die damit vielleicht jetzt noch gar nichts anfangen können, so kurz zu umschreiben? Was hat es damit auf sich? Jetzt Wenn überfällst du das mich. geht. Ja. Also musst du dir auch noch was sagen, Simon, das ist bei mir auf dem Blog YouTube tatsächlich Hashtag 1. Ja, also da steht das Gespräch mit dir. Und wir haben da irgendwie nie weitergemacht. Ja. Es hat sich dann einmal ergeben und es war damals schon eine ziemlich, ziemlich krasse Story, die da von mir rausgegeben wurde mit den egregoralen Strukturen. Das hat eine Ja. ganz große Reichweite erzielt. Aber ein geiler Katalysator, oder? So. Ja, so kann man das schon so sagen. Also das war schon der Ursprung, das möchte ich jetzt auch mal so sagen. Das freut mich jetzt auch, dass du nochmal auf mich zugekommen bist. Ja. Ja. Wir hatten ab und zu ein bisschen Kontakt zwischendurch, aber so auf Videos sind wir gar nicht mehr gekommen irgendwie. Ich weiß gar nicht. Merkwürdig. Ja. Also bei mir hat sich's auch ganz schön entwickelt, wie bei dir auch wahrscheinlich. Und ja, Kommerz. Kommerz, ich könnte jetzt 25 Minuten in einen Ja. Monolog verfallen, um Kommerz zu erklären. Das könnte man tun. Das kannst du so in einem Satz nicht erklären. Also das Kommerzrecht an sich oder Kommerz an sich, das ganze Thema, was dort rauskam vor bald 8 Jahren, ja, kannst du es so ein bisschen als Privatrecht darstellen oder privates Handelsrecht irgendwie. So kannst du es definieren. Ja, also es geht ja letztendlich immer darum, das weißt du ja auch aus dem Kurs, dass es darum geht, in welcher Position bist du gegenüber dem System. Ja, also wenn ich auch vielen Leuten dann sage, die mir sagen, sie müssen aus dem System raus, dann sage ich, meistens hast du schon mal versucht reinzukommen. Das geht nämlich auch nicht. Ja, also Sachen, ja, die da mit reinspielen. Also es würde jetzt sehr, sehr weit führen, wenn wir die Frage beantworten müssten. Also können wir es mal so umschreiben, so eigentlich um den Umgang mit dem System. Kann man so sagen, wie gesagt, es gibt eine private Ebene, die gibt es tatsächlich, die ist tatsächlich auch da. Und es gibt eine öffentliche Ebene. Und Kommerzrecht beinhaltet im Prinzip so den Umgang, was du aus dem Privaten mit dem Öffentlichen dann machst. Also so kann man es ganz, ganz grob, also wie gesagt, ganz grob. Ja, also privat in dem Sinne, also ohne oder außerhalb des Systems und öffentlich im Umgang mit dem System. Weil du dann der ein oder andere vielleicht auch fragt, wo ist die Grenze? Ja, Ja. also wo ist die Grenze? Und das ist mittlerweile tatsächlich so, dass du sagen musst, die Grenze ist genau hier. Ja? Sie ist hier. Also alles, was drin ist, ist privat. Alles, was außerhalb ist, ist Öffentlichkeit. Ungefähr so musst du es dir vorstellen. Also das impliziert ja auch also Umgang oder Auseinandersetzen mit Regeln, mit Normen, mit gewissen Konventionen, oder? Und also eine Sache, die wo du für mich auch also ein richtiger Katalysator warst, eigentlich Sprache oder Umgang mit Worten oder auch die Bedeutung von Worten. Und das ist, also so wie ich das auch von dir gehört habe, das hat also eine größere Relevanz, wie man das vielleicht so vermuten würde, oder? Ja, also Sprache an sich ist etwas, also ich habe jetzt über die gesamte Zeit hinweg eigentlich Sprache aus immer wieder anderen Perspektiven kennenlernen dürfen. Und es gibt eine Entsprechung, die hat mir, also wenn ich jetzt was bewerten müsste, würde ich sagen, die hat mir am besten gefallen. Und das beschreibt Sprache als den Beweis dafür, dass du auch in einer anderen Welt gegenwärtig bist. Ja, weil was formt die Worte? Was lässt deinen Kiefer sich bewegen, um die Worte zu sprechen? Und über welchen Mechanismus kannst du tatsächlich etwas verstehen und was löst es in dir aus? Weil die Sprache an sich, also wenn ich spreche und du zuhörst oder du sprichst und ich hinhöre, das sagt man mittlerweile so, dann ist ja da ein Prozess am Laufen, der eigentlich gar nicht in diese materielle Welt passt. Du kannst es ja nicht greifen, du kannst die Worte ja nicht anfassen. Also das ist etwas. Das ist so raus aus unserem Bewusstsein, dass wir uns gar nicht im Klaren darüber sind, was das für eine Fähigkeit ist, überhaupt sprechen oder Sprache nutzen zu können. Ja, also aus der Warte heraus muss man es vielleicht mal
betrachten. Da gibt es ganz viele, auch von, jetzt von meiner Seite herausgegebene Informationen zur Sprache dazu, weil ich das wirklich für eine sehr, 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 es geht schon fast in so was Magisches rein, wenn du es dir wirklich so anguckst und das auch verstehst, ja, weil, wie gesagt, wo kommen die Worte her? Ja, wo kommen die her? Dann ist das schon nah dran an dem, was es, glaube ich, ist, diese Beschreibung mit der anderen Welt. Naja, gibt es ja diesen tiefgründigen Satz am Anfang der Bibel, oder? Am Anfang war das Wort, oder? Also eigentlich man könnte ja sagen, die Sprache ist eigentlich das Instrument, mit dem wir erschaffen. Ja, genau, das sagt er ja auch. Also im Schöpfungsbericht steht ja 10-mal drin, und er sprach und dann ward. Ja. Und dieses Sprechen, das hat auch was mit dem Hören zu tun, ja, weil du musst ja dein Ohr benutzen, brauchst keine Augen, brauchst keinen Mund, brauchst keine Nase, um die Sprache zu verstehen. Aber das Ohr muss sein. Auch das Ohr hat ja eine bestimmte Form, ne, die so ein bisschen an ein Embryo erinnert. Also auch das ist etwas, wo im Prinzip dein Körper sich über das Ohr im Ganzen ein Stück weit auch ausdrückt. Das kann man so sagen. Das ist tatsächlich so. Und das Hören ist auch im Prinzip der eine Sinn, der den anderen vier Sinnen im Prinzip so ein bisschen gegenübersteht. Wie gesagt, das Sprechen. Was ja dann auch impliziert, wenn man sich jetzt zum Beispiel bestimmten Regeln oder einem bestimmten System ausgeliefert fühlt, aber davon ausgeht, dass Sprache erschafft, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die eigene Sprache nicht sehr bewusst genutzt wird, oder? Oder nicht auf eine Art und Weise, die vielleicht das ins Leben bringt, was man selbst gern erfahren würde. Es ist, aber wahrscheinlich tut es das sogar, ohne dass du es merkst. Das kann auch sein, ja, dass du die ganze Zeit am Manifestieren bist und gar nicht merkst, was du da tust. Das ist das Nächste. Aber es gibt noch eine sehr interessante Idee, die ich jetzt auch auf der, ich habe ja jetzt mehrere Kongresse auch schon durchgeführt. Und dort ist Sprache immer wieder in den Vortrag von mir dann dran gekommen. Aber da gibt es zum Beispiel auch diesen schönen Satz, dass der Mensch die Sprache formt und die Sprache aber auch den Menschen formt. Und aus der Warte heraus, ja, wird also diese Sprache, und man muss aufpassen, da muss man differenzieren, es gibt Sprache- und Schriftreformen, ja, also Sprachreformen gab es, es gibt aber auch Schriftreformen. Schriftreformen sind dann dazu da, dass im Prinzip das Thema der Sprache im Prinzip durch die Symbolik, die benutzt wird, also die einzelnen Buchstaben, ja, durch die Symbolik im Prinzip dann in einen Laut geführt wird. Und wenn dann vorgegeben wird, was Sprache ist, ja, in der Schriftform, und die Sprachreform folgt dann meistens hinterher, dann merkst du langsam, dass die Leute anfangen, auch das zu sprechen, was vorgegeben wird. Jetzt im Gendern zum Beispiel dieses Genderinnen, ja, dieses Innen mit Sternchen oder Doppelpunkt oder was auch immer das ist. Und man dann anfängt so zu sprechen, ja, dann formt ja die Sprache den Menschen, der spricht, ja, also es hat ja auch den umgekehrten Weg. Und da kann es dann schon passieren, dass eine Welt manifestiert wird, die gar nicht in deinem Sinn ist, unter Umständen. Also das weiß man, dass das so ist. Ja, also deswegen ist Kommerz aus meiner Sicht auch etwas sehr, sehr Wichtiges, weil dort hast du die Möglichkeit, tatsächlich auch für dich selber mal zu entdecken, in welcher Position bist du eigentlich gegenüber diesen ganzen systemischen Installationen. Ja, ich möchte es mal so sagen. Ja, also ich hab das Stichwort noch nicht genannt für heute, Ja, vielleicht brauchen wir es gar aber führt es uns also ja ganz das, woanders. ja, also so, ja, also was du sagst, ist ja so unglaublich spannend und verwunderlich, oder? Das kann man ja so kognitiv nicht wirklich verstehen, oder? Bewusstsein und Sprache ist eigentlich nicht zu trennen. Das ist wie so ein gegenseitiger, sich gegenseitig beeinflussender Spiegel, oder? Also. Ich habe jetzt am Wochenende, oder jetzt in der Woche hier, ich habe es ja schon gesagt, wir haben eine Intensivwoche hinter uns mit tollen Referenten, die wir da hatten. Und ich hatte am Donnerstag ein neues Kursmodul, möchte ich mal so sagen, ja. Aber das hat mit Kommerz erstmal nichts zu tun. Ich habe da was ganz Neues mal gemacht und das hat den Titel bekommen, das Harmonieprinzip. Und dort spielt Sprache selbstverständlich auch eine Rolle. Also einfach aus der Warte heraus, dass man wirklich auch mal anschaut, was bist du eigentlich oder was ist das hier, was du bist, ja? Und welche Rolle spielst du dabei? Und die Tatsache einfach, dass du im Prinzip am natürlichen Zyklus irgendwo angebunden bist, weil du bist ja ein natürliches Geschöpf, ja? Also das, was du bist, ist ja jetzt mit dem Unterschied eines Bewusstseins vom Tier nicht weit weg, ja?
tut ja auch was und ist ja auch ein Teil der Schöpfung, wenn man das so möchte. Also bist du auch an bestimmte Dinge, an bestimmte Quellen auch angeschlossen, die logischerweise auch im Rahmen eines bestimmten Ablaufs dann ein bestimmtes Ziel verfolgen. Ja? Körper zum Beispiel ist ja auch ein Wahrnehmungsinstrument, nur in einer Ganzheit, die du vielleicht so nicht erachtest. Und Sprache wiederum ist dann auch etwas, mit dem du ja im Prinzip vom Manifestationsprozess, wenn du das so betrachtest, tatsächlich ja auch das formulierst, ja, du sagst es ja auch, du formulierst, ja, du willst was in Form bringen. Da bist du von der Materialisierung ja nicht weit weg. Seine Sprache in Form bringen hat tatsächlich auch diese Brücke in die Materie, dass du sagst, daraus entsteht dann etwas, was vielleicht in irgendeiner Form greifbar werden kann. Genauso wie Gott eben gesprochen hat und dann Licht war, also das Gleiche tust du auch. Das ist eigentlich derselbe Prozess. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich erst das Instrument, was so ein patriarchales Trennungsbewusstsein ermöglicht hat, oder? Also die Sprache erst ermöglicht, vielleicht konzeptionell zu denken, also mentale Konstrukte zu erschaffen, die dann, weil man sich in der Identifikation damit verliert, eigentlich eben zu einer getrennten Erfahrung führt, oder? Aus dem Grund Und gibt es Werbespots. Weil die liefern dir schon das Bild. ja, also das war so, das war, das hat so ein paar Türen bei mir geöffnet, deine Kurse, weil du zum einen hast du Wörter benutzt, die ich noch nie gehört habe. Und auch Wörter, die ich selber nutze oder auch natürlich schon irgendwie gekannt habe, nochmal neu gedeutet hast, ja, oder eine andere Bedeutung präsentiert hast, oder? Und diese Assoziation von Wort und Bedeutung so vor Augen geführt hast. Und eins dieser, und das, was meine Erfahrung ist, das ist eigentlich so neue Worte entdecken. Ja, die ermöglicht, wie ein neues Blickfeld oder ein neues Bewusstseinsfenster zu öffnen, sage ich mal. Und eins davon war Antinomie. Das ist das Stichwort für heute. Das ist das Stichwort. Ja, genau, jetzt ist es raus. Ja. Ja, das ist kein geläufiger Ausdruck. Also Ja. Antinomie, wir kennen das vielleicht als Autonomie, ja, das ist das Erste, was einem da so einfällt dazu bei den meisten. Aber Antinomie kann man sich nicht so richtig erklären. Und da rate ich auch jedem, das mal wirklich nachzuschlagen, was das ist. Und dann wirst du relativ schnell feststellen, dass Antinomien, ja, Teil des Systems sind. Und jetzt ist die Frage, wie erklärt man das Nicht-Erklärbare? Weil das ist genau das, was die Antinomie eigentlich beschreibt. Ich bin das erste Mal auf den Begriff gestoßen, zwar habe ich die Korrespondenz von einem italienischen Anwalt auf dem Tisch gehabt und durfte das durchlesen und er hat einen Ausdruck des antinomischen Rechts benutzt. Ja. Und das war für mich schon mal so ein Thema, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich Verwaltungsrecht, ich habe das Recht, ich habe das Recht, ich habe das Recht. Jetzt kommt der hier mit antinomischem Recht und das war dann auf Google kein Treffer, also hast nichts gefunden. Antinomie hast du aber gefunden und das habe ich mir dann angeschaut und das ist wirklich ein sehr heißes Thema, weil wenn du jetzt das Wort definieren möchtest, ja, dann landest du bei einer Aussage, die eigentlich unmöglich ist. Ja? Nämlich es geht bei der Antinomie immer um die Beweiskraft zweier gegensätzlicher Aussagen. Also die gleiche Beweiskraft zweier gegensätzlicher Aussagen. Du hast eine Aussage A, eine Aussage B und beide sind so dermaßen leicht beweisbar, stehen aber in einem krassen Widerspruch zueinander. Ja, also die Logik erlaubt keine Verbindung. Das ist das, was Antinomien sind. Und ich mache dann immer so diesen netten Joke, ja, dass es da ein Fachwort gibt dafür. Was kommt Nennt sich jetzt? Lauterbach. Was? Falsch gemacht. Aber das ist eigentlich das, ja. Weil das ist dann, wenn einer dir erklärt, dass etwas Bestimmtes eben so ist, um es dann mit dem nächsten Satz zu widerlegen, was auch stimmt, um dann wieder das zu sagen, was vorher gestimmt hat, damit das, was vorher gestimmt hat, nicht wieder stimmt, muss er das, was stimmt, eben anders darstellen, damit das, was vorher gestimmt hat, jetzt nicht mehr stimmt, aber das, was er jetzt gesagt hat, wieder stimmt, weil das andere ja nicht mehr stimmt. Hast du irgendwas verstanden? Ja, und genau so ist das. Das ist dann dieses ständige Herausholen von bestimmten Elementen, die in einer absoluten Gegensätzlichkeit zueinander stehen. Das Ganze dann sprachlich irgendwie zu verbinden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Mann da nicht zufällig sitzt, ja, oder auch nicht zufällig diesen Posten hat, weil er genau aus dem Grund da ist, weil er das perfekt kann. Okay, also ich wiederhole mal, was ich verstehe. Also es sind zwei Aussagen, die beide gleich wahr sind, Ja. aber
logisch nicht vereinbar sind, also komplett widersprüchlich. Ja. Und das hast du jetzt speziell im Umgang mit Recht oder mit unserem System, entdeckst du das immer wieder oder so? Das entdeckst du immer wieder, ja. Ja. Das ganze System ist eigentlich eine Antinomie, wenn du so möchtest. Ja. Weil du hast im Umgang mit systemischen Prozessen ganz oft den Ansatz einer Vermutung. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn ein bestimmter Verdacht geäußert wird, weil du jetzt irgendein komisches Briefchen abgeschickt hast. Oder wenn, was weiß ich, wenn irgendwie was behauptet wird, ja, in irgendeiner Form. Und das hast du ganz oft. Also ganz oft meine ich damit, dass es eigentlich ein Ding ist, was im Sinne eines Systems, ja, eine Art Voraussetzung darstellt, ja. Die Vermutung wiederum ist dazu da, um dich in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das heißt, man baut eine Art Bild auf und sagt, du bist es. Ja, ich nenne jetzt das Wort nicht, sonst haben wir gleich irgendwas auf dem Schirm, aber es gibt ja eine politische Einordnung, die sagt, du bist dann das und das, weil du ja die Existenz von dem und dem nicht glaubst, so in der Art und Weise. Bist du aber wahrscheinlich gar nicht. Nur weil du einfach eine Frage stellst, kann dir das schon passieren. Ja, das ist tatsächlich so. Und diese Vermutung, ja, die wird dann aufgebaut. Und jetzt hast du natürlich für dich beweisbar das Gegenteil, ja, weil du sagst ja, es ist nicht so, es ist überhaupt nicht meine Gesinnung. Aber ein System hat eben auch beweisbar im Sinne des Systems eben die Vermutung. Und das System ist recht einfach aufgebaut, weil es geht nicht darum, dass jemand, der was vermutet, beweisen muss, dass das richtig ist, sondern du musst es schaffen, dass die Vermutung entkräftet wird. Und wenn das nicht geht, dann wird die Vermutung zur Wahrheit. Also ist eigentlich eine Beweislastumkehr. Genau, die ist schon lange da. Also nicht erst jetzt, weil da irgendeiner irgendwo was in der Bildzeitung kundgegeben hat, sondern es ist schon von Grund auf, ist das so da. Und das ist systemisch sozusagen. Das ist systemisch, ja. Also dass die Vermutung, eine Annahme gleichgesetzt wird, wird Fakten oder Evidenz. Ja, wobei Fakten und Akten sich sehr ähnlich zeigen. Ja. Es ist ja nur F davor, ja. Und es ist aber, ja, was sind Akten? Ja, also da liegt etwas drin, das dazu verwendet wird, um bestimmten, ich sag mal, Prozessen, die dann merkwürdigerweise immer in einer bestimmten Wertbemessung landen, ja, weil man sagt dann, okay, die Vermutung sorgt dann dafür, dass du in der Zukunft eventuell eine Gefahr darstellst. Und deswegen kostet das Verfahren jetzt erstmal den und den Betrag. Und also das Wort Annahme, das ist ja auch eigentlich ein spannendes Wort, oder? Weil wir nehmen an, es gibt ein System und dadurch wird es erfahrbar, oder? Es gibt ja kein System in dem Sinne, dass es irgendwo greifbar wäre, oder? Es ist ja auch nur ein mentales Konstrukt in dem Sinne. Letztendlich, dass wir alle glauben. Ganz oft versucht doch mal die BRD anzufassen. Wo ist sie denn? Und wenn du dem Gedanken dann den Raum gibst, ja, dann wirst du feststellen, dass das ein Konstrukt im Kopf ist. Und dass es wirklich eine Glaubensfrage ist. Also hier ist eigentlich genau wie das Gleiche. Also Annahme wird gleichgesetzt mit Fakten oder Evidenz, oder? Ja. Dass die Annahme, es gibt ein System, wird die Evidenz, dass es ein System gibt, sozusagen. Das gibt es auch. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es etwas gibt. Es gibt etwas in einer bestimmten Art und Weise, aber die Tatsache der Existenz hat damit was zu tun, dass es Menschen gibt, die glauben, dass es eine Wahrheit ist. Und diese Antinomie, die findet man ja eigentlich überall, oder? Die ist nicht nur auf das. Das an sich ist ja schon eine Antinomie, ja, weil du sagst, okay, wenn ich die Frage stelle, versuch die BRD anzufassen, ja, dann gehst du den nächsten Schritt und frag doch mal den Baum da hinten. Na gut, der kann es nicht kommunizieren, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass dem Baum letztendlich scheißegal ist, was da um ihn rum ist, auf welchem Flecken Erde er gerade. Er steht einfach da. Ja. Ja, das gibt es ja nur im menschlichen Bereich. Das heißt also, nur der Mensch hat ja die Fähigkeit, sich tatsächlich etwas auszudenken, ja. Und zu sagen, okay, das ist in irgendeiner Form von Bestand. Und ob du jetzt schwarz-rot-gold nimmst oder blau-weiß-rot oder was auch immer, es sind Konstrukte im Kopf. Mehr ist das nicht letztendlich. Mehr, also das kannst du auf das runter reduzieren. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Illusionen zerstöre, aber für mich, also ich für mich jetzt, genau, es gibt, wenn mir jemand die BRD bringt, fasse ich sie auch an. Mache ich, wenn ich darf. Dann sage ich eigentlich, das Wesentliche ist, sich bewusst zu werden, dass das alles eigentlich erstmal nur Annahmen sind, oder? Und unsere Aufgabe sozusagen, also ihr könnt ja sagen, bestimmte Annahmen, die ermöglichen, uns zu organisieren oder irgendwie sinnvoll zusammenzuleben. Die Frage ist eigentlich nur, was wir dann bewusst für Annahmen zugrunde legen für unser gemeinschaftliches Zusammenleben, oder?
Nicht, dass wir, also Annahmen per se sind ja nichts Verwerfliches. Es ist eigentlich nur die Frage, ob wir uns dessen bewusst sind, dass es Annahmen sind. Ja, wobei du bei der Annahme eben ein bisschen aufpassen musst. Annahme heißt ja auch etwas nehmen, ja, etwas Ja. annehmen. Ja, also das hat ja auch was mit, also ich möchte mal so sagen, also das gesamte Konzept Mensch basiert auf Annahme. Ja, also es ist alles auf Annahme aufgebaut. Das Erste, was du annimmst, wenn du auf die Welt kommst, ist ja die Luft beim Einatmen. Du atmest die Luft ein. Das heißt, du nimmst das an. Ja, Also dein Körper nimmt das an. es gibt keinen, der nicht freiwillig hier ist, oder? Ich nehme das mal an, dass keiner nicht freiwillig da ist. Also wir nehmen es an, unabhängig davon, wie unsere Erfahrung nachher ist, oder? Da kommst du jetzt in einen sehr energetischen Bereich rein. Also das geht ja noch weiter. Also ich bin auch felsenfest der Meinung, dass wir uns bewusst für dieses Leben entschieden haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, also möge man mir verzeihen, aber ich denke, dass das keine Willkür ist. Und sonst würde anders, wenn das Willkür wäre, ja, dann müsste man tatsächlich dieser gesamten Schöpfung eine Art kriegerisches Unterfangen unterstellen, ja. Sagt jemand, du wirst jetzt da reingeworfen und jetzt guck, wie du klarkommst, so in der Art und Weise, aber das ist alles Quatsch, weil du bist hier und du wirst diese Erde dein Leben lang annehmen. Das tun wir alle. Wir alle Was tun das tagtäglich. und was, worüber wir gerade sprechen, sind ja im Endeffekt auch Annahmen, oder? Und je nachdem, was wir annehmen, was wir in unserem Weltbild zugrunde legen, oder? Das könnte man ja wieder sagen, wenn wir dann die Sprache als schöpferisches Instrument benutzen, das bringen wir dann in Erfahrung, oder? Also je nachdem, was wir, wenn wir zugrunde legen, dass das irgendwie alles komplett irre ist und so, oder? Dann werden wir diese Erfahrung haben, oder? Ja, also es ist ja nicht jetzt, pass auf, also man kann ja sagen, okay, etwas Französisches spricht Französisch, daran ist es erkennbar, etwas Deutsches spricht Deutsch, daran ist es erkennbar, das Schweizerische ist das Schweizerische und so weiter und so fort. Das kannst du ja alles machen. Diese Unterscheidungen sind ja auch mit Sicherheit physisch erfahrbar, ja, oder auch sinnlich erfahrbar. Aber es geht mir in dem Moment wirklich um das, was mit irgendwelchen Narrativen daherkommt. Ja? Und System heißt immer Norm, also du gehst in die Norm. Ja, etwas normieren. Und jedes Gesetz ist eine Art Normierung. Also es normiert ja etwas, was für alle gilt. Ja, das ist immer Ja. dann etwas, was dann im Prinzip das Dasein des Einzelnen, der ja ausgedrückt ist durch seine Individualität, per Gesetz in eine Normierung hinein erklärt wird. Ich sage es jetzt mal so. Annahme ist aus meiner Sicht das Natürlichste, was es gibt. Ja, du hast jetzt da draußen ein Wetter und dieses Wetter ist, wie es gerade ist, und auch das Wetter wirst du annehmen müssen. Da gibt es jetzt wieder Theorien wegen bestimmten Einflüssen von woanders her. Egal, machen wir es anders, nehmen wir Tag und Nacht. Du wirst die Nacht heute annehmen. Du kannst sie nicht verweigern oder einen Widerspruch abschicken an den Mond. Das wird nicht funktionieren. Das ganze Konzept ist Annahme. Und aus meiner Sicht ist das, was das System da draußen tut, ja eigentlich nichts anderes wie eine Kopie des natürlichen Daseins. Also auch dort ist immer die Annahme drin. Das heißt also, die möchten einfach nur, dass du, oder das System will, dass du das annimmst. Ja? Deswegen macht keine Konfrontation Sinn. Weil jede Art von Konfrontation wird immer in einer Repressalie, immer in irgendeinem Ärger landen, immer in irgendetwas landen, wenn du da in die Verweigerungshaltung gehst oder in dieses Kriegerische hineingehst. Das System ist konzipiert auf Annahme. Und das ist das, was du im Briefkasten findest. Da wird immer nur geschaut, nimmst du an. Nimm das an. Das ist das, was sie wollen. Ja, und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass sich kein Mensch fragt, warum er eigentlich diese Post kriegt. Warum hast du einen Briefkasten? Wozu? Und du kannst ja auf diesem Element tatsächlich auch mal schauen, was ist denn an der Post auffällig? Und da gibt es verschiedene Komponenten, die du einfach im Brief dann auch findest, und die sind in allen Briefen vorhanden. Ne? Weil die Krankenkasse schreibt dich ja nicht an und fragt dich, hey, hast du einen schönen Geburtstag gefeiert oder wie war dein Wochenende oder erzähl mal, wie es im letzten Urlaub war. So einen Brief kriegst du von der Krankenkasse. Es geht immer ums Gleiche. Es geht darum, dass immer irgendein Wert, ja, zu dir geschickt wird und dieser Wert soll durch dich angenommen werden. Ja? Und das Antinomische an der ganzen Geschichte ist, ja, dass man auf der einen Seite zwar erklärt, stark, wichtig und alles tralala, aber letztendlich den Einzelnen tatsächlich braucht, damit diese Werte in eine Wahrheit geführt werden können. Vorher ist das erstmal nichts. Was wir dann in dem Sinne annehmen, ohne dass wir das wirklich reflektieren oder wissen, was da passiert. So ist es. Also, ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage, so sehe ich es.
deswegen ist Kommerz so wichtig, weil du gerade jetzt, auch in den Zeiten aktuell, ja, wenn du dir das anguckst, was von oben, ja, ist auch sehr spannend, ja, also das hierarchische Prinzip, ja, gibt es ja nur innerhalb des Systems, was ja letztendlich eine Antinomie ist. Ja, weil wenn doch im Grundgesetz Kiffung da drin steht, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ja, dann frage ich mich, was ein Hierarchiekonstrukt innerhalb des Systems soll und was wird da ausgedrückt, was wird da gezeigt? Also warum ist der da oben und warum bist du unten? Das gibt's ja nicht, wenn alle gleich sind. Da gibt's ja der ist mehr und der ist weniger. Das gibt's doch da nicht, oder? Oder sehe ich das falsch? Ja, also ein paar Gespräche, die auch jetzt in letzter Zeit gehabt zum Matriarchat und auch zu geschichtlich unseren Wurzeln. Ja, also interessant, das zu reflektieren, oder? Also natürlich in der Realität gibt es kein Patriarchat. Ja? Also, es ist. Das gibt es nur hier, da drin. Ja? In Gedanken gibt es das. Und deswegen ist das, was ich sagte, mit Sprache schafft den Menschen und Mensch schafft Sprache, das ist ein Umkehrprozess. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Und das ist so, auf der einen Seite ist das ja schön, ja, auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass, wenn ich dir vorgebe, was du sprichst, dann wirst du das auch manifestieren, weil du sprichst ja. Ja? Und das ist eigentlich die Art, ich würde mal so sagen, das geht dann schon in die Richtung der Kontrolle, nur über einen Weg, der dir vielleicht nicht so bewusst ist. Ja? Und wie oft sind wir schon irgendwelchen Trends hinterhergesprungen? Und würdest du sagen, dass also Antinomien finden wir auch außerhalb des Systems oder des Rechts, aber also dass das eigentlich Teil von unserer Lebenserfahrung ist, diese Antinomie, und deswegen auch wieder im System sich wiederfindet? Oder weil oder was hältst du davon, wenn ich sage, zum Beispiel unsere Zeiterfahrung oder unser Konzept von Zeit im Sinne von der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, oder da kann man Zeit linear erfahren, das hat eine Kausalität, das, was ich gestern ge gemacht habe, das beeinflusst, was ich heute erfahre, sozusagen eine Erfahrungsebene, aber gleichzeitig können wir auch sagen, es gibt nur ein ewiges Jetzt, oder? Also nicht linear, in dem Sinne eigentlich alles, wie auch immer man es umschreiben möchte, gleichzeitig, also eigentlich auch gar keine Kausalität, was man könnte ja sagen, beides erfahrbar ist, aber in sich auch im Widerspruch steht. Ist das eine Antinomie oder würdest du sagen, das geht nochmal in eine ganz andere Richtung? In eine andere Richtung aus meiner Sicht. Es ist eine Antinomie, ja, weil du ja sagen kannst, mit allen möglichen Argumenten bist du tatsächlich in der Lage, eine Beweiskraft, ja, für bestimmte Dinge zu formulieren. Aber ich könnte wahrscheinlich in einer völlig anderen Art dir etwas anderes zeigen. Ja, also wenn du sagst, das Jetzt, ja, zum Beispiel, was meinst du mit Jetzt? Was ist das für dich? Ja, also egal, was ich sagen würde, das würde es nicht beschreiben, ja. Jetzt ist alles. Ja? Heißt nicht, dass deine Vergangenheit weg ist, weil du bist ja jetzt im Moment mit allem, was du erlebt hast und allem, was du bist, bist du ja jetzt im Moment am Wirken. Also ist die Vergangenheit nicht etwas, was weg ist. Ja? Die ist ja nicht weg, sondern sie hat dich ja zu dem gemacht, was du bist. Also ist das Jetzt im Prinzip immer alles. Ja? Also alles im Sinne, was im Jetzt einen Ausdruck findet. Dann kriegt aber Vergangenheit in dem Moment einen anderen Stellenwert. Wenn du es jetzt linear betrachtest, ist die Vergangenheit tatsächlich vergänglich. Ja? Sehr spannend, dass du ausgerechnet jetzt das ansprichst, weil das war Thema am Donnerstag. Du wirst in der normierten Welt, also in dem, was System ist, ja, nichts Beständiges finden. Dort ist nichts von Bestand, dort ist alles vergänglich. Es ist vergänglich. Vergänglich heißt für mich, dass jeder Entwicklungsprozess darauf ausgelegt sein muss, dass das, was mal ist oder was war, ja, nichts mehr ist, damit das Neue etwas sein kann. Denk mal an deinen ersten Laptop oder an dein erstes Auto. Wie war das und was gibt's jetzt? Ja, und könntest du mit dem ersten, also bei den Laptops oder bei der PC-Technik, merkt man das recht schnell, weil kommt der Upgrade, 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 ja, und irgendwann bist du nicht mehr in der Lage, mit dem alten Geraffel, was du da hast, zu kommunizieren und musst praktisch dir das Neue anschaffen, damit überhaupt noch in irgendeiner Form kommuniziert werden kann. Aber genau das gibt es ja in der anderen Art der Vergangenheit nicht, weil dort ist immer alles da. Ja, das heißt, du hast vielleicht eine Wertigkeit in dir drin, die dir sagt, naja, das war nicht so eine tolle Erfahrung, da gucke ich nicht so hin, aber sie ist trotzdem da, sie ist nicht weg.
Und deswegen gibt es einfach zwei unterschiedliche Entwicklungsmodi. Ich möchte es mal so sagen. Auf der einen Seite hast du dieses Außenprinzip, wo alles in der Entwicklung steckt. Und das ist das eine. Das kannst du beweisbar ja auch sehen, ja. Aber da ist keine Beständigkeit drin. Da ist für mich nichts drin, was in irgendeiner Form von Bestand ist, weil es diese Entwicklungskraft zwangsläufig immer in die Zukunft treiben muss. Geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite hast du aber etwas, das nenne ich jetzt nicht entwickeln, ich nenne es anreichern. Ja, und da steckt das Reichern drin. Weil alles, was du machst, alles, was du unternimmst, was du erlebst, ja, bleibt ja in dir drin und dadurch wirst du dich anreichern mit allen möglichen Wissen, mit allen möglichen Erfahrungen, mit allem, was dein Leben lang irgendwie mit dir zu tun hat, reichert dich ja ein Stück weit an. Das ist genau das, was in den alten Kulturen dann gelebt wurde, wenn man den Alten, ja, die ja irgendwie dann diesen speziellen Status hatten. Warum hatten die den? Weil sie eben dieses Anreichern hatten. Und so konnte die nachfolgende Generation über dieses Wissen verfügen, weil dort die Anreicherung war. Dort ist nichts verloren gegangen. Man hat das einfach beständig dann bewahrt. Ja? Und deswegen hat man einfach die Alten und auch den Ältestenrat und alles, was es gibt, das kommt aus dieser Ecke. Und das wirst du hier im System aber nicht finden. Dort ist die Oma dann die Umweltsau und dann braucht man die Alten nicht mehr schützen und nicht mehr irgendwie besonders beachten, sondern das ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, die sind ja nicht mehr kompatibel, ja. Und so baut sich die Gesellschaft da draußen auf. Und je mehr Menschen das auch glauben, umso mehr wird sich diese Welt da draußen auch manifestieren, weil sie sprechen es. Sie werden es formulieren, in Form bringen. Ja. Das ist ein anatomischer Zustand. Weil auf der einen Seite kannst du das wahrscheinlich jetzt genau nachvollziehen, was ich sage, aber das andere siehst du auch. Also was du sagst, ist eigentlich genau diese sozusagen zwei Erfahrungsmöglichkeiten, die wir haben. Das eine ist die Ganzheit, also alles ist miteinander verbunden, oder? Und das andere ist eigentlich eine getrennte Wahrnehmung. Ich bin hier getrennt von allen, von den Generationen, von meiner Vergangenheit, von was auch immer, also isoliert, oder? Also ich bin für mich getrennt. Ja. Du musst auch mal darauf achten, und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Tipp, wenn was formuliert wird von Seiten des Systems, dann versuch mal in diesen Formulierungen eine Eindeutigkeit zu finden. Und da wird es keine Eindeutigkeit geben. Du wirst keine finden. Weil die Eindeutigkeit würde bedeuten, dass man tatsächlich ein Faktum schaffen kann. Können die nicht. Die können kein Faktum schaffen, es geht nicht. Sie brauchen den Menschen dazu, damit das Faktum geschaffen werden kann. Das heißt, die Eindeutigkeit kannst immer nur du liefern. Und deswegen ist alles, was du an Post kriegst, immer erstmal dazu da, nimm an und erklär es zur Wahrheit. Das nennen wir dann die kommerzielle Wahrheit. Also die Annahme wird Fakt. Ja, also es ist ungefähr so wie das Wetter, die sagen, du kannst dich eh nicht entscheiden, ob du jetzt, also die Sonne scheint jetzt, also musst du die Sonne auch annehmen und genau aus dem Punkt oder aus der Idee heraus, ja, wird kommuniziert. Und also das ist möglicherweise ein Beispiel für das, was du sagst, dass es keine Eindeutigkeit gibt in der Kommunikation. Du sagst mir, ob das okay ist, darüber zu sprechen, also diese Forderung zum Beispiel nach einer Überweisung oder diese Forderung, oder du wirst das besser umschreiben können wie ich. Also diese Diskrepanz zwischen Buchgeld und Bargeld, oder? Dass eigentlich eine Forderung genannt wird, aber mit einer Überweisung dann dazu zu begleichen ist. Das ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich nichts. Weil das, was gefordert wird, ist ein elektronischer Impuls, der von einem Laptop zum anderen gesendet wird, unter Nutzung eines Kreditinstituts. Und das ist nichts. Ja? Das ist ein Knopfdruck. Kein gesetzlich geregeltes Zahlungsmittel. Also nur Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel in dem Sinne. Also das wäre dann genau so ein Widerspruch, oder? Wo eine Forderung irgendwie ausgedrückt wird, aber zu begleichen wird dann auf Überweisung hingewiesen, die überhaupt keine Substanz hat oder keine gesetzliche Grundlage. Das ist antinomisch, ja, weil es ist etwas, was tatsächlich nicht etwas ist, was wo du sagen kannst, ich kann es physisch irgendwie greifen. Ja, da reden jetzt alle auch schon über den digitalen Euro und da sage ich immer, was habt ihr denn für ein Thema? Das ist schon lange da. Das ist schon ewig und 3 Tage da. Weil du schickst doch das Geld digital durch die Gegend, ja, und denkst dann, du schickst Geld durch die Gegend. Aber die Frage ist letztendlich, was ist Geld? Ja? Und Geld an sich ist etwas, was du in physischer Form in der Hand haben kannst. Das ist Geld.
Ja? Und das, was du überweist, das ist kein Geld, das ist ein Buchungssatz. Das ist das, was Franz Hörmann ja jedem versucht auch klarzumachen, dass das, was dort tatsächlich über die Kreditinstitute auch läuft, eigentlich nichts ist. Es ist nichts. Ja? Also letztendlich ist es ein kleiner Energieimpuls von einem Rechner zum anderen. Das wäre jetzt wirklich Realität, eindeutig dargestellt. Und wenn du jetzt, ja, nimm mal, wie willst du das erklären? Ja. Ja, jetzt kannst du vielleicht nicht überweisen, ja, hast du eben nicht die Möglichkeit, diesen Impuls zu schicken, ja, aber du könntest gleichzeitig auch den Lichtschalter drücken. Das ist dasselbe Prinzip, weil es brennt eine Lampe irgendwo, da geht ein elektronischer Impuls durch eine Leitung durch und irgendwo brennt was. Und ob das jetzt der Stromkreis ist oder der Stromkreis, ja, hast einfach nur Pech, hast den falschen Stromkreis genommen. Also vielleicht ist ja beim Lichtschalter tatsächlich auch mal irgendwann eine Verbindung zum Laptop, scheint die Million auf dem Konto, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, aber es ist nicht mehr und nicht weniger. Ja, deswegen ist jedes Gequatsche von einem Blackout Quatsch. Es ist einfach stumpfsinniger Quatsch, weil die schalten sich nicht selber ab. Warum sollten die das denn tun? Die, ne? Ja, und also es lohnt sich, dieser Antinomie bewusst zu werden. Ja, natürlich. Ja, Lohnt was sich. ermöglicht Handlungsspielraum oder auch auf diese Widersprüche hinzuweisen Ja, oder vor darauf allem einzugehen. Also durch eine bedingte Annahme, die dann eigentlich diese Diskrepanz oder diesen Widerspruch eigentlich ja. Das System aufgreift, kannst du oder? beschreiben, wie so ein Schweizer Käse. Ja. Ja, Ja. es ist ein Konstrukt irgendwie, ja, und es Ja. besteht aber hauptsächlich aus Luft. Ja. Also wenn du so ein richtig gut durchgereiften Edamer oder Emmentaler kaufst, dann kaufst du eigentlich verpackte Luft. Ja, es sind ja Löcher drin, nur so ein bisschen außenrum und ne, ungefähr so. Ja. Und das System ist wirklich Käsefläche, wenn du die Scheibe anguckst und die Räume dazwischen, das ist das Interessante, weil zwischen den Antinomien sind immer Räume. Das sind Räume dazwischen, die sind nicht definiert, die kann man nicht definieren. Und das anzuschauen, das ist das. Darauf sich mal zu lenken, das Bewusstsein darauf zu lenken. Ich sage ja auch ganz oft, mit Vernunft kriegst du das nicht mehr gelöst. Beim besten Willen nicht. Das ist durch. Ich habe auch noch die Nachrichten angucken. Wie willst du da noch vernünftig? Vernunft, ja, was ist das auch? Was ist das? Was natürlich dann auch impliziert sein, die Hoheit über den eigenen Willen zu übernehmen, also sich bewusst, also mit den Dingen auseinanderzusetzen, also nicht unbewusst die Dinge anzunehmen, sondern bewusst seinen Willen zu nutzen, um bewusst zu kommunizieren, zu sprechen, Sich zu einfach auch mal schreiben, zu klar werden antworten. drüber, genau, sich einfach auch mal klar werden drüber, was ist es eigentlich, was benötigt wird? Was will das? Was wollen die eigentlich von dir? Und das, was sie von dir wollen, das ist tatsächlich dein Willen. Ja, das wollen sie. Weil dein Wille, der ist jetzt, Achtung, der hat eine Definition. Ja, das sind so Willenserklärungen, sind die Voraussetzung einer jeden Rechtsfolge, weil sie aus dem Bewusstsein entstehen. So, das reicht eigentlich schon. Wenn du das verstanden hast, dann weißt du, welche Rolle du hier spielst. Ohne dich geht gar nichts. Ja? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass manche so runterargumentiert sind, so klein gemacht worden sind, dass sie nicht verstehen, was in ihrem Dasein tatsächlich die antreibende Kraft ist. Und das ist der Wille. Das ist der Wille. Ja? Und das kannst du zum Beispiel beim Testament kannst du es erkennen. Ja? Weil Testament heißt wie noch? Letzter Wille. So schaut's aus. So, der letzte Wille. So, jetzt denkt jeder, naja, es ist der letzte Wille, ne, und Papier und, ja, und Unterschrift und ab zum Notar. Aber wenn es einen letzten Willen gibt, Impliziert, es gab auch einen gibt es davor, logischerweise auch einen mindestens vorletzten. einen davor, ja. Also mindestens einen davor, ja, Ja. genau. So, Ja. und das ganze Leben ist dadurch geprägt, dass du deinen Willen erklärst. Du erklärst überall deinen Willen, aber die meisten sind sich über diese Art der Erklärung nicht bewusst, ja. Und dann ist auch mal, muss man sich auch mal klar machen, was heißt denn das? Also wie erklärst du deinen Willen? Wie tust du das? Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du kannst das mit Sprache machen, ja, das hast du dann beim Heiraten. Ja, da wirst du auch gefragt, willst du den hier Anwesenden oder die hier Anwesenden? So antworte mit einer Eindeutigkeit, mit einem Ja. Ja, das ist der Wille erklärt. Der muss erklärt werden. Ja, und dann nutzt du Sprache in dem Moment. Also kannst du mit Sprache deinen Willen erklären. Ja, du kannst ja auch sagen, was du willst und was du nicht willst. Geht ja.
So, und das Zweite ist dann, dass du deinen Willen auch mit dem Körper erklären kannst. Ja, also du musst jetzt nicht unbedingt sprechen, du kannst auch nicken oder den Kopf schütteln, das ist auch eine Willenserklärung. Und genau das ist es, dieses Verhalten. Ja, das Oder Verhalten. Schweigen in dem Fall auch, oder? Schweigen wäre jetzt wieder was, da geht es in die Konkludenz rein. Ja, da gibt es einen ganz interessanten Ansatz, aber das wird jetzt auch ziemlich weit führen. Ne? Schweigen, Konkludenz, ja, das werden die meisten schon wissen. Dein Verhalten ist eine Willenserklärung. Zum Beispiel, oder kann als Willenserklärung verstanden werden. Warum gehst du in den Mediamarkt und holst da dort die neueste CD von deinem Lieblingsinterpreten, ja, hast einen Willen. Du willst das Ding ja haben, willst es anhören, oder ja? Und dann wirst du deinen wunderschönen Körper, den du einmalig zur Verfügung gestellt hast, in den Mediamarkt bewegen. Das heißt, du läufst da rein, du musst nicht erklären, ich gehe jetzt dahin, weil ich das will, sondern du drückst es durch dein Verhalten ja schon aus. Und in dem Moment, wo du den Mediamarkt betrittst, willst du die Geschäftsbedingungen des Mediamarkts akzeptieren. Deswegen kannst du die CD da zwar mitnehmen und musst sie auch im Mediamarkt bezahlen und kannst nicht sagen, ich gehe jetzt rein, hole die CD und zahle drüben beim Saturn, wo es dasselbe Laden ist. Aber das geht dann nicht. Also können wir sagen, wir nutzen unseren Willen so oder so, also auch den Willen nicht bewusst zu nutzen, benutzen wir den Willen, um das zu tun, Ja, oder? natürlich. Ja. Entsteht aus dem Bewusstsein. Und dann gibt es ja auch so Ideen, oder, dass man egoistisch ist, wenn man sagt, was man will und dass Nein, das ist keine nicht. gute Sache ist, ja. Ja, das bringt man dann den Kleinen bei. Das heißt nicht, ich will, das heißt, ich möchte. Ja, wenn ich das schon höre, dann denke ich, nein, es ist ein Wille. Und ein Wille hat eine unschlagbare Kraft, weil er entsteht aus dem Bewusstsein, er ist dazu da, diese Welt in irgendeiner Form in Form zu bringen. Deswegen ist der Wille etwas, was, jetzt frag dich doch mal, warum hast du denn in der Schule nicht gelernt, wie man Willen erklärt? Warum sagt man dir das nicht? Warum wird das so außer Acht gelassen? Weil die Normierung das nicht will. Man will nicht, dass du weißt, dass das, was du bist und das, was du mitbringst, ja, eine Kraft ist, die etwas manifestieren kann. Weil das, was auf dem Papier steht, wird erst durch dich zu einer Wahrheit. Genauso wie die Welt da draußen durch dich mit manifestiert wird. Ist dasselbe Prozess. Deswegen sage ich, das ist eine Kopie der Realität, wenn man so möchte. Also eigentlich die Wahl oder die Alternative ist, sich als Vehikel, als Manifestationsvehikel zur Verfügung zu stellen oder den Willen aktiv zu nutzen, um das, was einem am Herzen liegt, in die Welt Ja, da zu ist ja nichts bringen. Böses dabei. Ja, du willst ja Es gibt absolut. ja, also in dem Sinne, es gibt kein Nicht-Erschaffen, oder? Also Nein, das gibt's nicht. wir schaffen so oder so, ob wir es Du wollen oder erschaffst nicht, und ob wir gestaltest unseren so oder Willen so. annehmen oder nicht, ob wir uns verstecken oder nicht, ob wir uns selbst zerstören oder nicht. Du bist ja schon in dem Moment, ja, also in dem Moment, wo du auf die Erde kommst, herniederkommst, ja, bist du im Prinzip mit einem Auftrag der Gestaltung und der Erschaffung gesegnet. Ich sage es jetzt mal so. Und du wirst gestalten, ob du willst oder nicht, du wirst gestalten. Das ist das, was Menschsein eigentlich bedeutet. Du gestaltest, ja. Du wirst die Erde immer gestalten, ob du willst oder nicht. Ja, selbst der Spaziergang über eine Wiese, ja, und der Fußabdruck, den du da hinterlässt, der verändert ja in dem Moment die Oberfläche der Erde, ja. Um es mal ganz klar zu sagen, ist eine Form der Gestaltung. Du wirst es ausdrücken, irgendwo, irgendwie. Und dann könnte man ja mal so vorschlagen oder annehmen, je bewusster wir das machen, desto mehr erschaffen wir basierend oder aus unserer Natur heraus. Und das hast du vorher vorgeschlagen, wenn ich das so richtig nochmal beschreibe. Von Natur aus gibt es Harmonie. Von Natur aus sind wir Teil des Ganzen. Das heißt, oder wenn je bewusster wir das machen, desto mehr werden wir das in die Welt bringen und dann auch erfahren können. Ja klar, genau das ist es. Man ist sich seiner eigenen Kraft nicht bewusst. Ich sage, das größte Gift, was es gibt für die Gesellschaft an sich, ist tatsächlich, das bezeichne ich immer mit dem Wort Passivität. Warum Passivität? Weil Aktivität eben, ich sage es jetzt mal so, vielleicht einen höheren, bewussteren Willen voraussetzt. Weil Aktivität bedeutet ja, dass du aktiv bist. Und dann musst du einen Willen entwickeln, um bestimmte Dinge in der Aktivität zu sein. Aber Passivität bedeutet einfach, naja, du bist wahrscheinlich mit allem Möglichen so zufrieden, dass du gerade nichts mehr willst. Und dann reicht dir die Tagesschau um 20 Uhr. Ja? Plus die anschließenden wunderbaren Talkshows. Liegst auf der Couch, bewegst dich nicht mehr, am nächsten Morgen um 7
wieder in die Arbeit zu gehen. Damit bist du in der Passivität. Manche sind so tief drin, dass sie drin gefangen sind. Und das, was, wenn du dir das anguckst, wie System sich entwickelt, dann vergleich doch einfach mal die Welt von vor 30, 40 Jahren mit jetzt. Was hat sich denn großartig verändert? Ist irgendetwas besser geworden oder hat sich irgendetwas in eine Richtung gedreht, wo du sagen kannst, damit wird die Passivität nicht unterstützt? Jedes Gesetz ist dazu da, um dich weiter in die Passivität zu bringen. Und das ist doch auch genau das, was wir in den letzten, ich schließe mich ja nicht aus, aber wann hast du denn mal dich mit einer Krankenkasse auseinandergesetzt und wann hast du gedacht, naja, die machen das schon? Passivität. Und das ist und diese, krass, was ich sage, aber ich sage es deswegen so, damit man zumindest einen Einblick in diese Thematik bekommen. Ich weiß auch, dass ich hier nicht mit jedem d'accord bin. Das ist mir klar. Und dann, also aus dieser Position oder Situation, also du hast es gerade gesagt, größte Gift oder die Passivität, oder das ist dann auch leicht, das spirituell zu rationalisieren, oder? Das wäre egoistisch, wenn ich einfach irgendwie mein Ding jetzt mache und aus den Normen ausbreche, oder? Dann, das ist so eine. Sagt, das ist ja normal. Bitte? Wenn dann jemand zu dir sagt, du bist ja nicht normal. Ja, Gott sei Dank. Also das ist also auch das, was jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre bei mir, also echt meine Entdeckungsreise ist, eigentlich genau das zu machen. Also aus der Passivität aktiv zu werden und das, was mir am Herzen liegt, oder? Das einfach mal so, das war erstmal nur eine Idee. Ja, ist das möglich? Was würde passieren, wenn ich das mal mache? Ja, ja. Das ist doch verrückt und das geht doch nicht. Und das, aber was so als Folge passiert ist, also ich bin sehr viel lebendiger, wie ich vor ein paar Jahren war. Und also auch und viele von den Konzepten, die ich hatte, was das bedeutet, wenn ich das mache, sehr wenig davon ist eigentlich passiert. Ja? Also es hat sehr wenig damit zu tun, wie mit dem, was ich mir vorgestellt habe oder diesem ganzen diesen ganzen Ideen, die uns so umlagern in unserer Gesellschaft. Ja. Und das auch, also dieses Thema Kommerz, also ich habe ein paar Blickwinkel darauf untersucht und gewonnen. Und das hat mir gespiegelt, wie viel unbewusst Angst vor Autorität eigentlich in meinem System war, zum gewissen Grad immer noch ist, aber eigentlich also die Rationalisierung eben nicht meinen Willen zu sprechen oder das, was mir am Herzen liegt, auszudrücken. Ja, ja. Dafür gibt es Formulare. Formular. Ja. Und das sind nicht deine Worte. Vielleicht hast du Lust, zum Schluss vielleicht noch so ein paar Aha-Erlebnisse zu teilen oder vielleicht auch von Menschen, die du jetzt begleitet hast. So was sind, also wenn man sich auf den Weg begibt und was berichten die Menschen? Ja, ich sag mal, wenn man sich jetzt da wirklich bewusst mit auseinandersetzt und seinen Willen spricht und zum Beispiel diese Antinomien beginnt auszunutzen. Was sind so Erfahrungen, die Menschen schildern oder du erlebst? Ich erlebe ganz oft, dass tatsächlich, auch wenn man es dann anspricht, ja, was Wille ist, wie man das zu oder wie man es verstehen kann, ja, also hat ja jeder auch seine eigene Art, damit umzugehen, ja. Aber was wirklich durch die Bank durch, kann man fast schon sagen, rückgemeldet wird, ist einfach auch, dass man sich plötzlich einer eigenen Kraft bewusst wird, die man vorher vielleicht nicht so gespürt hat. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, ja, ein ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, es mangelt tatsächlich da draußen an Menschen, die sich über ihr Dasein, über ihre Einzigartigkeiten, dessen, was sie sind, ja, dessen, was sie sind, das, was sie mitgebracht haben auf diese Erde, sich darüber im Klaren sind, ja. Frag mal, wie viele Menschen einen Beruf haben und wie viel ihrer Berufung folgen. Ja, weil das ist auch etwas, das hat was mit dem Willen zu tun, ja. Und wie viel Angst aufgebaut wird, damit du im Beruf bleibst und nicht deiner Berufung folgst zum Beispiel. Und wer da letztendlich einen Nutzen davon hat. Ich weiß, dass das einfach dahergesagt ist, aber es gibt immer, immer einen Weg. Die Schöpfung hat für dich alles vorbereitet. Das ist Fakt, das kann man so sagen. Und es ist auch letztendlich etwas, das hat was mit dem Trauen zu tun, ob man tatsächlich den eigenen Energien traut oder ob man schon im Zweifeln ist bei dem, was man selber denkt, wenn man einen Brief irgendwie herkriegt. Ja, was denkt man dann? Wie du es gesagt hast, da gibt es dann diesen Angstcharakter, ja, wo man dann sagt, ja, so ein Riesenbild aufgebaut, ja, jetzt vor kurzem schreiben sie wieder, wir haben 47 Grad demnächst, ja, also müssen wir doch noch ein paar Windräder bauen, um das Ganze hinzukriegen.
Und so werden dann wiederum Märkte geschaffen, die letztendlich dann auch wieder davon abhängen, ob es Menschen gibt, die es manifestieren, die es auch noch glauben. Davon hängt es ja letztendlich ab. Es ist so merkwürdig, warum ausgerechnet nur hier dieses Thema so hochgepusht wird, während alle anderen Staaten sagen, es interessiert uns überhaupt nicht. Ja, also du kannst ja mal die Weltkarte angucken. Ein Gesetz verabschiedet wird, wo 0,0006% ach, was weiß ich, was China am Tag in CO2 im Jahr raushaut und wir regulieren da etwas, was gar nicht regulierbar ist. Auch das ist eine Antinomie. Es wird aber beweisbar irgendwie immer dargestellt. Auf der anderen Seite weißt du genau, es ist so Quatsch da. Ich kann es aber genauso beweisen. Da geht es dann letztendlich darum, wer hat dann letztendlich auch die Macht und kann sagen, das setze ich durch. Ja, deswegen ist das mit Antinomien immer so eine Geschichte. Ja, wenn du die Argumentation einsteigst, ja, dann wird es nichts. Das heißt, du willst deine Position irgendwie so vertreten, dann wird das nichts werden. Also argumentativ kommt man dem nicht bei. Du Also kommst eigentlich nur. brauchen Bewusstseinssprung, also aus dieser Logik irgendwie rauszusteigen und auf einer ganz anderen Ebene nochmal so die Dinge Das ist, ja. anzugucken und zu agieren. Staat macht ja Sinn auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Möchte ich gar nicht ab, aber es würde viel mehr Sinn machen, wenn weniger reguliert wird, wenn das sich immer weiter zurücknimmt, anstatt sich immer weiter einzumischen. Und genau daran merkst du den Grad der Passivität oder du merkst auch daran, was eigentlich die Problematik dieses gesamten Dings eigentlich ist. Es geht immer nur um Wert. Ja? Guck im Briefkasten und frag dich, was das für Post ist. Und was wollen sie von dir? Und du wirst immer einen Wert darin entdecken. Und wenn es gerade nicht um Wert geht, dann wird angekündigt, demnächst wird es um einen Wert gehen. Ja? Irgendwie so. Es geht immer um das eine Thema. Und das ist das, was jede Behörde, jede Instanz da draußen letztendlich von dir will. Du sollst das, was da steht, zu einer Wahrheit machen. Sollst es annehmen. Also in dem Sinne, das System ist zum Selbstzweck verkommen. Es ist kein System für eine gemeinsame Also es ist kein Zukunft System zur oder Stärkung deiner Individualität. Soweit kann ich ja, mich auch oder grenzen. für unsere Befähigung oder wie auch immer, wie auch immer man das benennen möchte. Es hat eigentlich kein Für. Das ist zum Selbstzweck geworden. Mehr Kontrolle, Ja. um mehr Kontrolle zu haben, oder? Richtig. Ja, die Kontrolle, wobei Kontrolle, ja, der Kontrolle ist ein sehr spannendes Wort, ja. Control, das hat was mit den Registern zu tun, ja. Also das Gegenregister. Das bedeutet Okay. Kontrolle. Okay. Willst du das noch mal sagen? Wie meinst du gegen Register? Das ist der Abgleich, ja. Du bist ja praktisch also wenn ich auf der Welt bin, gibt es irgendwo ein Register, etwas von mir da drin hat. Das ist der Name, das Geburtsdatum und der Geburtsort. Das ist das Gegenregister. Das ist das, was dann als Registratur mir gegenübersteht. Da ist die Kontrolle. Also Das ist alles ganz einfach. spannende Themen. Hey, Ja. Michael, klasse, dass du die Zeit genommen hast, ja. Und Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, das Ganze. ja, ich denke, da waren also einige Gedankenanstöße dabei. Und ich weiß nicht, also du hast vorher gesagt, das heißt nicht mehr Kraft des Willens. Möchtest du noch was dazu sagen, was du aktuell für Kurse machst Läuft oder über dann den jetzt? Verein B14 Ja. mittlerweile. Da bieten wir Projekte an, die sich in dem Bereich auseinandersetzen. Also das heißt, das kannst du dann nach wie vor auch besuchen, anschauen. Und im Großen und Ganzen, bei mir auf dem Blog kommt immer mal wieder was über Kommerz oder auch über die Telegram-Gruppe kommt immer was dazu, wo wir mal reingucken. Und ja, wir haben mittlerweile ja, eine große Anzahl an Menschen zusammen, die sich auch in dem Regelfall austauschen. Es ist sehr spannend, dass dort wirklich nicht konfrontiert wird, dass dort konstruktiv miteinander gearbeitet wird. Und dort siehst du genau, dass Aktivität sich langsam Bahn bricht. Ja, und das ist genau das, was wir letztendlich auch brauchen. Es ist keiner dabei, der irgendwie böse mit irgendeinem anderen meint. Ja, und da kommt noch was Interessantes mit. Das möchte ich jedem auch nochmal mitgeben. Ja, also konfrontieren, streiten, sich da auf dem Amt mit irgendjemandem anlegen. Ja. Liebe Leute, das ist ein Mensch, der dort sitzt. Und das ist das, was als allererstes mal wieder auch von uns kommuniziert werden muss. Ja, dass man den dort wahrnimmt, genauso wie er ist. Und er hat nun mal für sich die Bestimmung gefunden, das zu leben, was er lebt. Und du darfst einem anderen Menschen die Bestimmung nicht stehlen. Das darfst du nicht tun. Das wäre fatal, sich da so, ich sag mal so, sich das anzumaßen. Ja, das willst du doch auch nicht, dass du reguliert wirst. Da stehen manche auch wirklich hin und gehen da wirklich in die Streitbarkeit rein. Da werden die übelsten Sachen teilweise auch draußen gepostet, wo ich dann sage, das musst du abschicken. Und ich habe schon Briefe gesehen, wo ich mich dann gefragt habe, hey,
Wenn das auf dem Schreibtisch liegt und mein Brief danach kommt, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn aus der ersten Energie sich das Ganze bei mir dann anders darstellt. Ja, also das dürfen wir alle nicht vergessen. Es ist ganz oft, wenn es um Eigenverantwortlichkeit oder Selbstverantwortung geht, dass man dann glaubt, man hat hier freie Bahn. Aber Selbstverantwortung in allererster Linie mal, dass man auch drauf schaut, ja, dass man eben nicht konfrontiert. Das ist für mich ganz wichtig. Das wäre Was? dann das Ja. Egomanische, ja, das Egozentrische, ja, das Zentrische, ja, würde bedeuten, du weißt, was du bist, aber du gestehst jedem das Recht auch zu. Was dann diese Gemeinschaft oder diese Gesamtheit dann tatsächlich zum Leben bringt, oder? Weil selbst jemand, der nicht mit mir einverstanden ist, der gehört ja trotzdem dazu. So ist es. Ja, und da darf Und er ja haben, ist alles die gut. Trennung so oder so beendet, oder? Genau. So ist der Ansatz. Ja. Spannend, ja. Also herzlichen Dank, Michael, nochmal. Auch ebenso an alle, die jetzt hier zugeschaut und zugehört haben. Herzlichen Dank, dass ihr da dabei wart, neugierig seid. Also werde gern die Informationen, die du mir gibst, unten noch verlinken in der Ja, kein Problem. Beschreibung, dass da jeder ja, weiter stöbern kann und sich weiter informieren kann. Besten Dank an dieser Stelle. Alles Gute. Ja. Simon, ich danke Werdet dir. aktiv, ja. Und Okay. ja, bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Mach's gut, Tschüss. Simon. Lass uns in Verbindung bleiben.